Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze mit der Montagssendung von Borkheide News TV. Und da wir schon wieder volles Programm haben, wie immer hier in Borkheide, will ich gar nicht lange drum herum reden. Wetter kommt zum Schluss, wie immer. Fangen wir gleich an. Ich habe hier für die Gesundheitswoche hier in Borkheide, Borkwalde, ein Interview mit einem der Macher dieser Gesundheitswoche, Stefan Güthoff. Bitteschön. Hallo Stefan. Hallo Lutz. Grüß dich. Freut mich, dich hier wieder im Waldbad zu erwischen. Und ja. Ich habe hier so ein Stück Blatt Papier. Hier steht Gesundheitswoche. Apropos Gesundheit. Mir fällt so auf, Matze war vorletzte Woche krank gewesen. Fällt dir da was zu ein? Habe ich noch nie erlebt, dass Matze krank ist. Und jetzt, zack, steht er wieder wie eine Eins, ne? Hinter der Kamera heute. Genau. Gesundheitswoche. Ist das was für ihn, ja? Ist was für jedermann. Die inzwischen achte Gesundheitswoche. Ich bin der Meinung, letztes Jahr habe ich immer siebte Gesundheitswoche gesagt, muss dieses Jahr die achte sein. Wir haben einen kleinen Fehler hier versteckt. Bitte davon nicht irritieren lassen. Im Programm stimmt es denn hier oben wieder alles, ja, mit den richtigen Daten und so. Das, wie gesagt, der einzige Fehler, den ich bis jetzt erkennen konnte. Unsere Gesundheitswoche geht ins achte Jahr. Wir haben eine tolle Unterstützung von LAP, Demokratie Leben. Die haben uns Geld gesponsert. Das machen die nun auch schon das vierte oder fünfte Mal, sodass wir das gut finanzieren können, das ganze Gerät. Wir sind das Netzwerk Jugend und Soziales Borkheide-Borkwalde, ein Netzwerk aus ein paar Hauptamtlichen, vor allem aus den sozialen Einrichtungen, Schule, Sozialarbeiter, aber auch ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen. Viele vom BSV, der John-Peter Doster ist da sehr aktiv und auch ganz viele andere, die ganzen Angebote vom BSV sind ja offen in der Woche. Da sollte man auf jeden Fall mal den Blackminton-Abend hervorheben. Den gibt es, glaube ich, auch nur einmal im Jahr, wo man bei Schwarzlicht Badminton spielt. Hatten wir schon mal, genau. Ja. Den hat man schon mal als Thema. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mal das Programm anzugucken. 970 Exemplare sind inzwischen im Umlauf. Wer noch ein Programm möchte, geht einfach durch Borkheide und findet welche. Oder auch digital. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie das PDF noch verlinken unter diesem Beitrag. Habe ich das schon mal reingeschmissen? Habe ich doch schon mal in die Borkheide-Gruppe, glaube ich, schon mal reingeworfen. Ja. Ansonsten, großer Auftakt. Samstag, der 8.9. 9:30 pünktlich ankommen. Um 10 Uhr geht der Spendenlauf los. Das ist immer so, dass die Kinder laufen und die Eltern müssen bezahlen, je nachdem, wie weit die Kinder kommen. Eine hervorragende Idee. Habe ich doch wieder Glück, dass meine Kinder da sind. Der Erlös geht an den Schulförderverein. Ja. Es gibt auch wieder ganz viel Kuchen, leckere Sachen und natürlich bauen der Dunstkreis um die Fireflies, bauen wieder Hula-Hoop-Reifen. Das ist eine tolle Sache, da kann man was basteln und geht mit einem wirklich tollen Sportgerät nach Hause. Ja. Die Kinder aus der Grundschule zeigen uns ihre Talente beim Talentefest. Es wird Vorführungen geben. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, eine Rekordbesucherzahl, aber da war es ein offizielles Geschichte vom Landessportkreis, Kreislandessportdings. Mhm. Und diesmal konnten die nicht, aber wir hoffen, dass wir wieder so rege Beteiligung haben, auch auf dem Sportplatz wie im letzten Jahr. Es hat sich was grundlegend geändert für die Kinder der Schule. Wir hatten immer einen Parkourläufer da, der hat Parkourrennen gemacht mit den Kindern. Das hat sich nach 3 Jahren, hat sich das dann auch mal irgendwie überholt. Und wir haben uns was Neues ausgedacht, das sogenannte Chaos-Spiel, was wir an 4 Tagen für die Kinder durchführen werden. Kennen wir uns aus mit Chaos. Okay, pass auf. Ja. Stefan, wirklich gut, hier steht eine ganze Menge drin. Ja. Wenn wir das hier alles vorlesen, brauchen wir eine halbe Stunde. Ich mache es einfach kurz. Man kann diese Dinger tatsächlich, wir laden es nochmal in die Borkheide-Gruppe hoch, hier überall einsehen. Und was mir hier aufgefallen ist, hier fehlt natürlich ein Förderer und das ist natürlich Borkheide News TV. Die machen hier Sendung für euch, ja, machen ja. Werbung. Die werden auch platt. Aber wie gesagt, wir können es ja nicht ganz so lang ziehen. Schaut es euch an, macht mit, Gesundheit geht uns alle an und ist als tatsächlich besser, wie Matze höchstwahrscheinlich bestätigen kann. Wenn man gesund ist, fühlt man sich besser, als wenn man krank ist, oder? Wenn man krank ist, schmeckt das Bier nicht. Definitiv. So, okay. Gut. Gut, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ne? Genau, das war's kurz. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ja? So war mein Einstieg eigentlich. Ja. Was mir hat Dick dir geschrieben, dass du hier ein falsches Datum gut, hattest? Gut, aufgepasst. Schon wieder? Ich hab nicht drin geguckt. Ja. Das ist letztes Jahr schon passiert. Stimmt's?
Kleine Fehler verstecken wir überall und immer. Das zeigt auch so. Ja, vielen Dank, Stefan. Wir werden sehen, was da so alles losgeht. Weiter geht's gleich mit dem Waldbad. Im Waldbad haben sich die Öffnungszeiten verändert, wie man mancher schon vielleicht mitbekommen hat. Denn die Hauptsaison neigt sich doch dem Ende zu. Es ist nur noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Aber am 15. und 16. gibt's nochmal Tag der offenen Tür. Und da kann man dann abbaden. Auch natürlich jeweils von 11 bis 18 Uhr. Und Eisbaden ist erst ab 01.01.2019, also noch eine Weile hin. Diesmal wird allerdings das beste Badekostüm von der Jury prämiert. Also wer immer sich in das kalte Nass wagt, wer weiß, ob es überhaupt kalt wird, werden wir sehen, kann sich dann dort hinwenden. Und vorher ist natürlich auch noch Weihnachtsmarkt, und zwar der vor dem dritten Advent, diesmal am 15.12.2018, Weihnachtsmarkt im Waldbad Borkheide. Und das Waldbad, das Naturbad, bedankt sich, also der Vorstand bedankt sich natürlich bei allen Badegästen, die die diesjährige Saison zur besten Saison aller Zeiten, wie man so neudeutsch sagt, gemacht haben, mit über 25.000 Badegästen seit Bestehen des Waldbades. Und sie sind natürlich nächstes Jahr wieder für die Gäste am Start, um ein entspanntes Badevergnügen zu ermöglichen. So, dann gibt es noch eine Information von der Gaststätte am Waldbad. Die lassen mitteilen, dass sie am 8.9., also den kommenden Samstag, ab 15 Uhr ein Preisgard starten. Einsatz ist 10 Euro. Wer möchte, kann sich dorthin anmelden. Wie gesagt, Preisgard ab 15 Uhr am 8.9. in der Gaststätte am Waldbad. Dann gibt es natürlich neue Informationen von der besondere Abend, also von der Edda. Und zwar am 30. September 2018 um 17 Uhr im Hotel Fliegerheim wird der Kammersänger Franz Grundheber, einer der besten Baritone der Welt, die Veranstaltung weiterführen. 20 Jahre der besondere Abend. Und er wird am Klavier begleitet von der Dirigentin Anna Skrüleva. Dann gibt es am 20. Oktober 2018, 17 Uhr, auch im Hotel Fliegerheim, jiddische Lieder mit Carsten Berthold, Carsten Treuke und Trio Show, Jiddisch Tango Odessa Berlin. Am 4. November 2018 um 17 Uhr Musikraum der Schule, Musik trifft Poesie, Kammermusik mit Cornopia Trio und Professor Peter Arnold. Horn und Rezitation, Sehung Eung Lee Oboe und Eun Yong Lee Klavier. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Am 2. Dezember dann als Abschluss für dieses Jahr um 17 Uhr im Foyer der Kita Borkheide Don Quixote mit dem Schauspieler René Schaar und Gitarrenduo Canciones Españolas Gerhard Koch Dago und Erich A. Radke. Dann kommen wir schon zum Sport. Da ist natürlich auch an diesem Wochenende viel passiert. Fangen wir gleich mal an mit dem Bockwurst-Pokal. Ja, der Bockwurst-Pokal war diesmal beim MC Jüterbock zu Gast. Am Start waren vier Klassen mit jeweils zwei Läufen. Nachdem der letzte Lauf in Reetz aufgrund der starken Trockenheit abgesagt wurde, war die Spannung an diesem Renntag natürlich umso höher. Die Strecke war optimal vorbereitet und ließ somit spannende Rennen zu. Hiermit ein großes Lob an den MC Jüterbock. Lauf der ersten Gruppe, Bockwurst-Pokal Jugendbeginner. In dieser Gruppe starten alle Motocross-Neulinge unter 18 Jahren. Finn aus Borkwalde konnte eine souveräne Leistung abliefern mit einem Start-Zielsieg. Der erste Lauf Jugend, Philipp Borkheide, kam am Start etwas ins Straucheln und ging als Zweiter durch die erste Kurve, jedoch konnte er nach circa einer halben Runde in Führung gehen und sich deutlich absetzen. Somit fuhr er einen weiteren Sieg für sich ein. Erster Lauf Hobby, Marcel ging stark motiviert an den Start und konnte den Hulshot für sich bestimmen. Er führte circa eine halbe Runde das gesamte Feld an, hatte jedoch Krämpfe in den Unterarm bekommen und konnte das Motorrad so nicht mehr sicher halten. Er musste enorm Tempo rausnehmen und wurde bis auf den 19. Platz durchgereicht und fuhr damit sein schlechtestes Ergebnis dieser Saison ein. Der erste Lauf Sportfahrer, Robert konnte sofort nach dem Start in Führung gehen, er fuhr sich einen großen Vorsprung heraus und konnte trotz einer Verletzung am Handgelenk, welche er sich im Training vor dem Rennen zuzog, dominant gewinnen. Zweiter Lauf Jugendbeginner, Finn konnte ein weiteres Mal mit einem starken Zielsieg überzeugen, damit wird Finn in der kommenden Saison als Kandidat für die deutlich schnellere Jugendgruppe gehandelt. Zweiter Lauf Jugend. Philipp kam als Zweiter durch die erste Kurve, konnte aber bereits nach der vierten Kurve die Führung für sich beanspruchen. Mit spektakulären Sprüngen fuhr er im weiteren Rennverlauf eine enorme Lücke zwischen sich und den Zweitplatzierten. Mit einem erneuten Sieg im zweiten Lauf sollte für Philipp die Meisterschaft
für sich entschieden haben. Also sollte Philipp für sich die Meisterschaft entschieden haben. Zweiter Lauf Hobby. Marcel ließ in der Pause zwischen den Rennen das Setup seines Fahrwerks nachjustieren, um ein erneutes Verkrampfen der Unterarme zu verhindern, legte jedoch einen sehr schlechten Start hin und ging im hinteren Drittel des Feldes durch die erste Kurve. Die Änderung des Setups erwies sich jedoch als erfolgreich und er konnte bis auf Platz 10 vorfahren. Marcel konnte mit dem 10. Platz ins Ziel gehen. Zweiter Lauf Sportfahrer. Robert ging bedingt durch seine Verletzung im Training im zweiten Lauf nicht an den Start. Seine Verletzung erwies sich jedoch als harmlos und somit konnte er am Montag gewohnheitsmäßig seiner Arbeit nachgehen. Leider konnte er jedoch nicht die Führung in der Meisterschaft übernehmen. Wir wünschen ihm viel Erfolg im letzten Saisonlauf, um eventuell doch noch seinen Traum vom Sieg der Meisterschaft wahr werden zu lassen. So, weiter geht's mit dem Sport. Diesmal sind wir hier beim POI und der Sportverein Borkheide, der BSV, lässt mitteilen, dass ab September für Kinder ab der 4. Klasse neue Trainingsmöglichkeiten bestehen, und zwar im POI. Alle POI-Begeisterten können unter Anleitung der Fireflies mit POI und anderen Tools trainieren, kleine Shows gestalten und damit auftreten. POI-Spielen macht nicht nur Spaß, es ist auch gut für die Körperwahrnehmung, Koordination und Reaktion. Wann startet das? Genau montags von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle Borkheide. Das erste Probetraining findet in der Gesundheitswoche am 10. September statt. Und die Trainer bzw. der BSV überhaupt freut sich schon mal auf euch. Dann gibt es natürlich Informationen von den Crazy Borkies, die gehören auch zum BSV. Die feierten bei der Firma Hartmann letzten Samstag ihr 25. Firmenjubiläum, also das der Firma Hartmann, auf dem Betriebsgelände Linde. Und die Crazy Borkies, die Line-Dance-Gruppe des Sportvereins, war dazu eingeladen, um mit Tanzdarbietungen das Abendprogramm zu eröffnen. Sie begeisterten ihr Publikum mit 12 Tänzern, einem bunten Musikpotpourri und ernteten dafür viel Beifall und natürlich großen Dank der Firmenchefs. Und schon am 8.9. sind die Crazy Borkies wieder in Aktion zu erleben, dann gleich zweimal mittags im Rahmen des Sport- und Familienfestes in Borkheide und am Nachmittag bei der Firma Liebherr in Altborg. Und wer jetzt Lust bekommen hat, eventuell auch Line Dance zu machen, braucht sich einfach nur dort bei den Crazy Borkies zu melden. Mittwochs treffen sich die Anfänger um 18 Uhr im Vereinsheim am Sportplatz, also im Vereinsheim des BSV. So, jetzt kommen wir noch zum Fußball. Das heißt, wir machen vorab das Wetter und hängen gleich ans Wetter noch ein Interview und ein Spielbericht über den BSV 90 ein, der diesmal gegen den SV Empor Schenkenberg gespielt hat. Bilder habe ich natürlich schon in die Borkheide-Gruppe hochgeladen und die werden sicherlich auch noch auf der BSV-Gruppe erscheinen und auf der Website. Jedenfalls, um es vorwegzunehmen, Borkheide hat das erste Mal beim dritten Turnierpokalspiel einen Sieg errungen, 4:3 gegen den SV Empor Schenkenberg. So, hier jetzt das Wetter und das Interview. Ja, hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, es geht los mit dem Wetterbericht hier aus dem Spreewald. 18 Uhr, Sonnenschein, top Wetter kann man sagen, aber es ist ja auch Dienstag. Und das Wetter kommt ja ein bisschen später, deswegen gebe ich gleich weiter mit einem ja, und Schnipp in heimischen Gefilden und zwar ohne Sonne. Deswegen können wir jetzt hier am Sonntag, wo ich gerade den Wetterbericht vorbereite, ohne Sonnenbrille das Wetter machen. Und zwar haben wir in der kommenden Woche, so wie es aussieht, doch wieder eine ganze Menge Sonntage. Und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 28, 26 Grad. Das sieht schon mal richtig gut aus. Auch wenn das Waldbad nur noch von 11 bis 18 Uhr offen hat, naja, frühmorgens ist die Wiese eh nass und abends wird es dunkel, denke ich mal, wird es noch den einen oder anderen Badetag hier im Waldbad geben. Ja, ein kleiner Blick hier nochmal auf das Wetter eingeblendet. Ja, ich denke mal, der Sommerausklang sieht ganz gut aus. Und heute ist übrigens Sonntag, ich bereite alles schon mal vor. Gleich geht's zum Fußball, Borkheide spielt gegen Schenkenberg. Und ich kann schon mal verraten, da ich da schon da war, jetzt beim Videodreh, Borkheide hat mit 4:3 gewonnen und auch der Hartmut wird das am Ende nochmal ein wenig kommentieren. Soweit von hier aus. Schöne Woche. Ciao. Ja,
Der BSV ist wieder da! Der BSV ist wieder da! Und der Starttrainer. Hartmut, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg beim wievielten Punktspiel? Dritten Punktspiel. Erste war gegen Kleinkreuz 4-4. Und vorher war unglücklich in Linde 2-1 verloren. Und heute in der Schlussphase noch das 4-3. Das heißt, du eigentlich richtig nach oben gearbeitet, aber 4-3 ist natürlich schon richtig eine Anzahl an Toren, die so fällt in so einem Spiel, oder? Sicherlich, sicherlich. Also, das zeugt davon, dass wir im Angriff gut aufgestellt sind. Ja. Zeugt aber auch davon, dass wir in der Abwehr ein paar Probleme hatten, die der Gegner auch genutzt hat. Ja. Wobei man sagen muss, dass ich ja in der ersten Halbzeit schon in der Innenverteidigung wechseln musste, verletzungsbedingt, und eben nachher in der Schlussphase den zweiten Innenverteidiger wechseln musste, verletzungsbedingt. Ja. Und insofern bin ich da zufrieden mit. Ja, ich habe eine ganze Serie Fotos gesehen, die ging ganz schön heiß her hier manchmal. Hier sind ja wirklich, da tut es ja Aua an den Füßen. Ja, ja, aber das ist Fußball. Das ist Fußball, und wie man hier ja sehen kann, 6 Jahre waren wir weg. Doch heute ist klar, der BSV ist wieder da. Richtig. Stolze Aktion von den Fans. Ja, muss man sagen. Waren viele Gäste hier, habe ich gesehen, viele Zuschauer. Viele Zuschauer. Fehlen noch ein paar Bubuzelas, ne? Zum Anfeuern, richtig. Da müssen das Publikum noch. Ne? Ja, es ist das erste Heimspiel. Ja? Wenn wir mal das Pokalspiel ausklammern, was ja, genau, klar verloren ging zwar, ja, aber trotzdem noch in der Findungsphase für die junge Mannschaft ist oder gewesen ist, und von daher bin ich genau, bis jetzt bin ich zufrieden. Auch von der personellen Seite her muss man auch mal sehen, wir waren heute 18 Spieler. Ja. Ja, darauf kann man aufbauen. Ne? Also das erste Mal Heimspiel und das gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Weiterhin so. Dankeschön. Doch. Tja, da musst du den Zapfer sagen. Ganz weit los mit dem Bier heute. Ich bin nur für die Finanzen zuständig. Brauchst du nicht verstecken, wir sehen dich schon. Das ist gut. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Es ist natürlich durch die Interviews etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr hattet Geduld dafür. Vielen Dank, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, wie immer, hier euer Lutze auf Bockheide News TV. Und tschüss.